Also es gibt mir jetzt nochmal ein neues Selbstverständnis für das, was sowieso schon in mir ist, aber halt nicht sichtbar war für mich und nicht spürbar. Ja. Finde ich mega. Du hast im Prinzip nur, ja, sichtbar gemacht, was in mir ist, aber du hast eine ganz große Arbeit getan, indem du sichtbar gemacht hast. Das ist ein unglaublicher Dienst, ein unglaublicher Schatz, den du mir da jetzt geschenkt hast. Ich danke dir. Ja, nee, echt. Du hast gerade so geil zusammengefasst, was ich tue, weil es mir ja eben auch um Sichtbarkeit geht. Ja. Und ja, klar, Sichtbarkeit auf Social Media und Sichtbarkeit mit dem Content, aber doch nicht Sichtbarkeit um den Selbstzweck, sondern um Nein. das, was wirklich wichtig ist. Das, was du machst, du gibst ein neues Selbstverständnis. Also indem du bewusst, ja, natürlich wirst du dann anders sichtbar, weil du anders strahlst, weil du anders da bist. Und weil du durch dieses neue Selbstverständnis dich nicht mehr permanent hinterfragst, soll ich nicht, wie soll ich, oder, sondern weil du ins Bewusstsein holst, was bis jetzt unter der Bewusstseinsschicht war. Ich krieg ja, ich sehe mich ja in neuem Licht und das gibt mir ja den Mut und die Kraft, das auch zu leben. Weißt du, indem du das für jemanden bewusst machst, kriege ich ja ein neues Selbstbewusstsein für mich selbst und neues Selbstvertrauen, weil plötzlich alles, was ich tue, einen Namen hat und eine Begrifflichkeit und ja, das bin ich. Und es ist kein, ja, das muss ich jetzt sein und weil die, nein, das bin ich sowieso, nur jetzt weiß ich, was ich bin. Das ist der Unterschied. Ich glaube, dass das noch niemand so schön ausgedrückt hat wie du.